machst du da? Wir müssen doch raus zu den anderen. Hast du Angst, mit mir alleine zu sein? Ich habe keine Angst. Gut, ich muss dir unbedingt was zeigen, was ich noch niemandem gezeigt habe. Die Schwester meines besten Freundes. Ich hätte nie gedacht, dass sie existiert, dass sie überhaupt eine Schwester hat und dass sie so aussieht. Aber was dann passieren sollte, das war eine ganz andere Geschichte. Das ist wirklich richtig peinlich. Das ist übelst peinlich. Aber ja. Ist es noch nie passiert, dass du einen Screenshot derselben Person geschickt hast? Ja, zum Glück nicht. Zum Glück, ja. Oh shit, es ist schon ganz schön spät. Ich müsste doch auf meine kleine Schwester aufpassen. Ich wusste gar nicht, dass du eine kleine Schwester hast. Ja, leider. Willst du noch mit zu mir kommen, weil Dennis kommt auch gleich, oder willst du dir nach Hause? Ja, dann komm ich mit, ich hab eh nichts zu tun. Wir können ja was zocken oder so. Komm, und ja! 3-0 Blitzka! Oh, ohne Scheiß, du bist so ein Noob in FIFA. Mein Controller ist aus, wie soll ich da gewinnen? Du bist so eine Pussy, vielleicht mal improvisieren oder so? Wie soll ich denn improvisieren mit einem leeren Controller, der ist aus! Jonas, kannst du mal aufhören rumzuschreien? Ich bin am Lernen! Du und Lernen? Er ist ja wahrscheinlich, dass SpongeBob in Deutschland Bundeskanzler wird. Hahaha, ha, ha, sehr lustig. Und wer bist du? Hey, ich bin Nelson, aber du kannst mich auch Nelly nennen. Oh, Nelly? Das klingt ja total weiblich. Schade, dass mein Bruder da ist. Was soll das? Entschuldigung, ich hab nur Ich meine, warum hast du mein Bild nicht geliked? Was? Welches Bild? Beziehungsweise, wann hast du es denn hochgeladen? Ja, vor 20 Sekunden. Sorry, ich war in den letzten 20 Sekunden nicht am Handy, mein Gott. Was bist du für ein Bro? Was laberst du? Ja, du sollst sofort liken, wenn ich was hochlade, ja? Alle sollen sehen, dass ich mit einem Schwarzen befreundet bin. Ich bin nicht mal richtig schwarz. Nee, also, alle wissen ja, Schwarze sind gut bestückt und alle sollen sehen, wenn ein Schwarzer mein Bild liked, dass jemand mein Bild geliked hat, der gut bestückt ist. Das ist ja ekelhaft. Kannst du mir was zu trinken holen? Sehe ich aus wie dein Sklave, kannst du mir selber holen. Du bist echt der schlimmste Gastgeber der Welt. Beobachtest du mich beim Trinken? Nee, ich würde mir selber was zu trinken holen. Du bist doch YouTuber, oder? Genau, ich mache so lustige Videos auf YouTube und mach da halt so Sachen, die keinen interessieren. Sag mal, Jonas, findest du mich hübsch? Wenn du vorhast, dich vor mir zu outen, dann sagst bitte direkt Nelly Furtado. Ich will mich nicht outen, ich will einfach nur wissen, ob du findest, dass ich hübsch bin. Weißt du, wo Wurzeln wachsen? Unterirdisch? Genau, da hast du deine Antwort. Ernsthaft? Ja, was willst du von mir hören, dass du Aschers Zwilling bist? Ja, nee, aber auch nicht, dass ich unterirdisch aussehe. Dann stell mir nicht solche Fragen. Besser ist es wohl. Digga, warum klingelst du nicht und gehst durch die normale Tür wieder an? Ja, ich kletter halt gerne. Wenn du so gerne kletterst, dann sag mal Klettergerüst. Klettergerüst? Du hast eine nackte Frau geküsst. Nicht nur eine. Die Puppen von deiner Schwester, die zählen nicht, ne? Das habe ich dir doch im Vertrauen erzählt. Jungs, was sagt ihr dazu, wenn wir ein bisschen draußen spielen, Ich dachte, du musst auf deine kleine Schwester aufpassen. Ja, muss ich auch. Dennis und ich gehen schon mal vor und du sagst ihr dann Bescheid, okay? Aber du bist doch der Bruder. Mach mal so. Komm! Solltest du ihr dann nicht irgendwie Bescheid? Hallo? Komm rein, Nelly! Oh, hey. Bist du das? Ja, das bin ich. Ey, voll cool, dass du in der Bravo warst. Ja, ich habe mich auch echt gefreut. Das ist echt. Was machst du? Wo? Was machst du da? Wir müssen doch raus zu den anderen. Hast du Angst, mit mir alleine zu sein? Ich habe keine Angst. Gut, ich muss dir unbedingt was zeigen, was ich noch niemandem gezeigt habe. Und dann hat er mich gefragt, ob er hübsch ist. Ach, das war schon immer ein komischer Kauz. Aber ausgerechnet heute, als ob er auf jemanden scharf ist. Irgendwie wollte er wissen, wie seine Chancen stehen, aber auf wen könnte er scharf sein? Meine Schwester. Oh, dieses lüsterne Schwein ist auch noch allein mit ihr gerade. Komm, los! Was willst du mir denn zeigen? Ich zeig dir jetzt, was ich drauf habe. Ich habe einen Song geschrieben, den hat noch nie jemand gehört. Du bist der Erste. Ich verstehe jetzt nicht. Bist du bereit? Nee, nicht wirklich. Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt, ans Ende der Zeit. Alter, weg von meiner
deiner Schwester, du Schwein! Raus hier! Komm, was soll der Scheiß? Mann! Warte! Frag deine Schwester bitte, was wirklich passiert ist. Was ist wirklich passiert? Ich muss durch den Monsun hinter die Welt ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt. Und wie fandest du es, Bruderherz? Weißt du, wo Wurzeln wachsen? Nelson, sag ihr, wo Wurzeln wachsen. Unterirdisch. So, da hast du deine Antwort. Ihr wisst ja nur nicht, was gut ist. Ja, deine Musik definitiv nicht. Ey, Jungs, ganz kurz, aber seid ehrlich. Bin ich hübsch? Bin ich attraktiv? Also, sehe ich gut aus? Habe ich irgendwie was Besonderes in meinem Gesicht, in meinem ganzen Wesen? Bin ich vielleicht sogar modelmäßig? Bist du Model? Juhung, ich weiß, ich bin jetzt nicht der neue Ascher, aber ich bin doch schon sehr attraktiv. Ich sehe schon gut aus. Leute, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat uns auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, das zu drehen. War super cool, mit Jonas das abzudrehen. Wir haben noch ein Video auf seinem Kanal gemacht. Arten von Freundinnen. Mega lustig geworden. Sollte jetzt gleich auch eingeblendet sein. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Checkt es auf jeden Fall aus und folgt Dennis Zone und folgt _Pelo. Die haben mitgeholfen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Peace! Ciao! Action. Okay, und was willst du mir zeigen? Als würde er wissen wollen, ob er Schafe ist. Was soll ich? Unterirdisch. Lass einfach kurz laufen. Oh shit, das ist schon ein Viertel vor. Sorry. Und Action. Ich habe einen Song geschrieben. Ich habe einen Song geschrieben, noch niemand gehört. Du bist der Erste. Okay. Lach mich an. Okay. Warum lachst du mich an? Entschuldigung, Paul. Ja, leider. Nochmal? Okay. Ich wusste gar nicht, dass du eine kleine Schwester hast. Ja, leider. Ich gehe jetzt auf jeden Fall rüber. Willst du noch mitkommen oder? Jetzt bekommen wir jetzt noch mal Scheiße. Okay. Jetzt lacht Paul auch noch, ey. 'Cause every day, my mind's on the way. Sunny days fade away, rain rolls in pain. Tsunami flow, tsunami waves. Roll light and blaze, lights like the waves. 'Cause every day, my mind's on the way. Sunny days fade away.